Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Praetorians mit einigen Lags. Jetzt geht's wieder. Ja, Pompeian Army ist auf dem Marsch. General? Ja. Hier oben greifen wieder einmal prätorianische Truppen an. Yes, sir. Immediately. Tötet diese Prätorianer. Unsere Prätorianer. Unsere Bogenschützen. Ihre Speerträger gehen down. Ihre Prätorianer gehen jetzt langsam auch down. Die Archer werden schon geheilt. Aber gleich kommt der nächste Angriff. Your orders? We are on the way. Yes, sir. Your orders? Wir brauchen Prätorianer an der Front. We are on the way. Angriff. Attack! Rome. Wir müssen die Speerträger etwas entlasten, weil die sterben langsam. Wir könnten ja mal in Erwägung ziehen, ein neues Grüppelein Prätorianer auszubilden. Speerträger auszubilden. Yes, Sir. Yes, General. We are ready for the Emperor. Ja, der stirbt jetzt immediately. Los, zurück nach oben. Aha. General. Yes, Sir. Ihr bewacht den hinteren Bereich. Aha. Von hier scheinen gerade im Moment kaum Angriffe zu kommen, aber das kann sich jeden Moment ändern. Eine große Armee auf dem Vormarsch. Die Aha. sollten wir aber aufhalten. Following your orders. Ah. Ja. Große Einheit. Zieht hier durch die Wälder. Die werden wohl hier drüben angreifen wollen. General? Unsere Speerträger und unsere Prätorianer halten so gut es geht die Stellung. General? Du schickst jetzt mal deinen Wolf hier in die Mitte. Yes, General. Hier greifen uns die Provinzarmeen an. Die ziehen jetzt aber hier auch durch den Wald, ebenfalls zu Pompeian Army. Yes, sir. Provinzarmee. Wir könnten hier oben uns noch einen Grupp balearische Schleuderer leisten. Aha. Prätorianer yes, an die Front. For the Emperor. Diese Armeen müssen fallen. Und die balearischen Schleuderer, clever wie sie sind, greifen auch noch von hinten an. Unsere Prätorianer leiden heftig. Unter den Angriffen der Bogenschützen. Yes, sir. Zurück nach oben, Männer. Aha. Gut, unsere balearischen Schleuderer hier. Yes, ziehen jetzt nach oben. Gut. Your orders? Yes, ich kehr zurück. Ihr bleibt hier oben. Yes, sir. Yes, gut. Ihr Prätorianer, guckt mal, dass ihr hier die Deckung hinten aufrecht haltet. Beziehungsweise sobald die da hochgeheilt sind, die 15, tauschen wir die aus. Aha. Durch den Angriff unserer Bogenschützen hier ziehen sehr viele Gruppen. Ziehen jetzt hier durch den Wald. Da, das ist gar nicht so dumm. Aha. Okay, Männer, beeilt euch. I can heal the wounded. General? Unsere Männer kriegen jetzt tatkräftig Angriff. Balearische Schleuderer. Ah, die sterben jetzt sowieso. Ja. Und wieder hat gezeigt eine deutliche Überlegenheit unserer Armeen. Durch die richtige Taktik. Durch eine stabile Bogenschützen.
Prätorianer und Balearische Schleudererverteidigung. Another Pompeian Centurion. Titus Lucius defects. Hurry, go yes, meet him. Okay, beeil dich. Yes, General. Immediately. Los, los, uh-huh. los, Bewegung. Je schneller du da unten bist, desto schneller haben wir den. So schneller können wir den in die Wälder bringen, zusammen mit seinen Soldaten. General? Okay, verschwinde in den Wald, verschwinde in den Wald. Ja, diese Equites, die werden jetzt auch unter Bogenschützenfeuer genommen. Und hier rennt wieder eine große Gruppe Prätorianer an, aber sie rennen gegen drei Gruppen Prätorianer an. Die Kavalleriebogenschützen sterben auch ziemlich schnell. Während unsere tatkräftigst ihre Überlegenheit unter Beweis stellen. Da drüben steht wieder eine Gruppe. Ah, ja, die Pompeian Army. Die Equites und die Archer. Zusammen mit Legionären. Scout. Okay, wenn sich die Gruppe nicht verzieht, müssen wir die Jungs da mit einer Armee rausholen. Und eine Armee haben wir gar nicht. Da reiten Equites. Ja. Blöd gelaufen. Kavallerie auf Speerträger. Cooler Plan, Alter. Cooler Plan. Ja, jetzt drücken sie mit Speerträgern vor. Aber durch unsere überlegene Bogenverteidigung halten wir minimale Verluste bei maximalem Schaden aufrecht. Aha. Okay, wir werden eine kleine Streitmacht entsenden, um diese zehnmal. Ein Grupp balearische Schleuderer und ein Grupp Prätorianer. In den Wald. Hoffen wir nur, dass es funktioniert, wie ich plane. Okay, Prätorianer, Achtung. Flieht in den Wald. In die Wälder, Männer. In die Wälder. Jetzt haben unsere Prätorianer ein Problem. Ihre Speerträger sind überall. Ihre Bogenschützen sind überall. Sollten zum Beispiel die balearischen Schleuderer hier oben irgendwo in Deckung. Unsere Feinde kriegen ziemlich viel Verstärkung. Aha. General, okay, jetzt zieht er hoch. Wir 16 verschwindet in den Wald. Wir brauchen eine Gruppe, die sie da rausholt. Okay, eigentlich jetzt nicht mehr, aber. Aha. Aha. Gut, schicken wir die Männer zurück. Balearische Schleuderer hier in den Wald. Haben wir hier noch einen Centurio? Gut. Centurion. I am in command. I am in command. Aha. Ja, Bogenschützen haben hier eigentlich gar keine Chancen. Immediately. Aha. Sollte unser Centurio erwischt werden. Yes, sir. Was wir einfach mal nicht hoffen. Yes, sir. I am in command. Immediately. Gut. Aha. Ich hoffe, das reicht, der Abstand. The Centurion's troops join your side. Objective complete. The Pompeians flee. Victory is ours. Okay. Your orders? Die Armeen fliehen. Wir haben es geschafft. We have completed our mission. Sehr schön, wir haben es geschafft. Ging es doch nicht so lange, wie ich den gedacht habe. Hat nur 24 Minuten gedauert. Egal. Exit. Letterhand beginnen. Wir gehen jetzt rüber nach Griechenland, um Pompeii zu finden und zu schnappen. Lasst die Jagd beginnen. Kapitel 20. Küste von Makedonien. Tribune. The Pompeian forces are marching to our fortress.
Your first task is to defend it and stop the enemy's assault. Sowieso. In order to compensate for our lack of cavalry, we could try hiring mercenary Dacian horsemen. If you bring the wagons loaded with gold to their encampment, they will gladly assist us in battle. But remember, the reinforcements Mark Antony has sent us will soon arrive at the coast. The port of Nymphaeum is under the control of the enemy, and they will surely try to stop us from joining forces. Open a way for them, defend them, and secure safe passage for them to the fortress as soon as they're here. Be brave, Tribune. For Caesar. Für Caesar. Okay, wir haben hier Caius Crastinus. Wir müssen jetzt erstmal unsere Verteidigung aufstellen. Bogenschützen nach oben. Valerische Schleuderer. Bogenschützen auf den Turm. Bogenschützen auf den Turm. Balearische Schleuderer hier. Und hier ans Eck. Euch zwei werden wir brauchen, um diese Wagen zu eskortieren. Die Wagen werden sich hier sammeln mit der Eskorte. Weil dann wandern wir hier diesen kleinen schmalen Weg entlang. Hier werden wir auf kaum Widerstand treffen und dann hier diese Söldner anheuern. Okay, ich stelle mal ein bisschen weiter darüber. Dann stellen wir weiter darüber. Wir haben hier hinten noch einen Turm, den wir verteidigen sollten. Nach Möglichkeiten. Das heißt, nochmal ein Team Bogenschützen. Oder habe ich eins vergessen? Nein, das sind alle. Gut. We are ready. Wir bauen mal schnell gar nichts. Das ist sehr gut. Yes, sir. Balearische Schleuderer hier. Obwohl, wenn ihr direkt über dem Tor stehen bleibt, passt es eigentlich. Und ihr stellt euch noch viel mit dazu. Bogenschützen in Warteposition. Bogenschützen in Warteposition. Bogenschützen in Warteposition. Gut. Ihr zwei bleibt bei dem. Wir setzen uns ein paar Wegpunkte. Und du bleibst bei dem Hinteren. Du eskortierst. Ihr bleibt bei dem und er bleibt bei dem. So haben wir eine Art Konvoi. Die laufen vor, der rennt dem hinterher und so weiter und so fort. Und Speerträger nur für den Fall, dass Kavallerie angreift. Yes, General. We are on the way. Yes, General. Yes, sir. For Rome. Yes, sir. Yes, sir. Zieht euch zurück. We can't go there. Die Wagen dürfen nicht beschädigt bzw. zerstört werden. Wir haben es verkackt. Wenn die zerstört werden, haben wir es verkackt. Okay, wir müssen neu starten. Die Wagen wurden zerstört. Okay, wir machen das jetzt schnell. Ihr zusammen mit euch sammeln. Gut, die balearischen Schleuderer einmal hier auf den Turm, einmal hier ans Eck. Wie wäre es mit hier auf dem Turm? Nee, hier nicht, hier ist nicht so arg Angriff. Hier ist Angriff. Euch Bogenschützen schicken wir hier hoch. Ja, euch können wir hier hochschicken. Und teile hier auf die Mauer. General? Yes, General. Die Equites, die werden benötigt. General? Gut. Ihr rückt mal bis hierher vor. Yes, sir. Yes, ihr rückt direkt hinterher. Immediately. Your orders? Während die Wagen jetzt da lang entlang rücken. So. Okay, wir sagen, eine Gruppe kommt darüber, die andere Gruppe bleibt hier. Wir stellen aus Vorsichtsmaßnahmen, stellen wir ein Team Speerträger nach vorne.
Die Legionäre warten hinten. Die Equites drecken unser Haupttor. Jede Gruppe kriegt sozusagen einen Physiker. Oh, was ist denn heute los? Normalerweise töten die nie so viele Soldaten. Wir starten noch ein letztes Mal. Okay, wir nehmen gleich mal zwei Legionäre. Einmal die, ein Ballerisch-Schleuderer-Team und die zwei Wägen. So, jetzt funktioniert das aber. General? Bogenschützen auf diesen Turm. Bogenschützen auf. Ja, wo schicken wir Bogenschützen? Yes, einmal hier auf die Mauer. Balearische Schleuderer. General? Balearische Schleuderer. We are ready. Bogenschützen. Yes, sir. Your orders? Dann brauchen wir so. Your orders? Yes, sir. Euch nehmen wir auch noch mit, einfach nur zur Sicherheit. General? Okay, gleiche Strategie wie gerade eben. Ihr deckt diese Front ab. Yes, sir. We are on the way. Ihr deckt das Haupttor ab. General? Beziehungsweise, ja, eine Gruppe deckt das Tor ab, die andere Gruppe bleibt hier stehen, weil hier werden die meisten Angriffe, so viel ich weiß, kommen. Gut. We are ready. Your orders? Dann würde ich sagen, hierher. Ihr rückt schon mal vor. Weil ihr schnell seid, könnt ihr die direkt angreifen. Your orders? So ein bisschen. We are on the way. So. Charge! We are ready. For Rome! Yes, General. General, immediately. Yes, sir. Yes, sir. Gut, weiter vor. Immediately. Charge! Charge! Following your orders. So. Und damit haben wir es schön verarscht. Ihr rückt weiter. Ihr zwei rückt mal Richtung Dorf. Beziehungsweise sind nur die Infanterie, die Kavallerie, die bleibt hier. General? General? Ihr drei seht mal zu, dass ihr hier den Aufgang verteidigt. Yes, General. Dann können wir unsere Kavallerie über den direktesten Weg zurückschicken. General? Yes, General. We can't go there. So, jetzt haben wir es geschafft. Hier kriegen wir schon mal den ersten Kavallerieangriff. General? Ja. We are on the way. Attack! We are ready. Kavallerie stürmt auf dieses Katapult ein. So, die Speerträger verhindern, dass diese beschissene Ramme an unsere Einheiten kommt. Unsere Equites sind jetzt down. Aber das macht gar nichts. Wir schicken jetzt mal einfach die da zu den Dacian Mercenaries, also zu den Söldnern. Die Ramme kann jetzt unser Tor kaum angreifen. Wir sollten die Infanteristen holen. Und vielleicht ein Team Balearische Schleuderer auf die Front bringen. The Dacian mercenaries take the gold and join your side. Gut, wir haben jetzt eine schöne Kavalleriegruppe. Eine schön große. Sogar mit barbaren Infanterie. Neutrale Battering Rams.
So, jetzt wisst ihr, warum ich hier die Soldaten haben wollte. Yes, General. Aha. Gut, wir ziehen jetzt die ganze Armee los. Denen gehören jetzt die Waggons. Das heißt, die sind unwichtig für uns. Die Battering Rams könnten wir erobern. Und wir starten jetzt erstmal unseren Feldzug hier. Und können sowohl als auch ihre Feldzüge unterbinden. Teilweise. Aber ein paar Verluste sind immer mit drin. Aber wir müssen halt das Verlustrisiko eingehen. Gut, wir starten jetzt diesen Kampf hier. Warum steht ihr da draußen und nicht da auf dem Turm? Gut. Das haben wir soweit. Wir können jetzt hier das ganze Gebiet halten. Oder wir schicken jetzt einfach alles zurück, weil so langsam wird es ein bisschen eng bei uns in der Gegend. Ja, so langsam wird es eng bei uns in der Siedlung. Deswegen sollten wir langsam mal zusehen, dass wir hier ein paar Truppen zurückholen. Und ein paar Truppen ausbilden. Warum haben wir noch keine Prätorianer ausgebildet? Unsere Tore stehen noch. Ihre ganze Infanterie steht da oben, hey. Kommt auf den Turm hoch. Okay, wo sind die ganzen Briten und Bogenschützen hin? Aha. Okay, jetzt verschwindet. Aha. Genau, reißt schnell die Leitern runter. Kommt ebenfalls mal hoch. Eure Unterstützung wird gebraucht. Aha. Na los, alle Mann da hoch. General? Aha. Und ihr unterstützt die Truppen hier. Aha. A new troop has been recruited. So, jetzt sollen die mal runterkommen. Gaius, du verpisch dich am besten. Jetzt seht mal zu, dass die hier geheilt werden. Ah, jetzt sollen sie wagen, mal reinzukommen. Ihr zieht euch zurück auf euren Turm. Ihr zieht euch mal hier runter. Wir ziehen jetzt einfach mal die valerischen Schleuderer runter. Was haben wir hier noch? Ein Grupp Legionäre. Ja, ihr Nichtskönner. Jetzt habt ihr den Salat. Jetzt habt ihr Prätorianer gegen euch, jetzt habt ihr verschissen. Unsere Truppen sterben jetzt. Los, geht mal nach draußen, finden mal das Katapult und macht es kaputt. Das nervt. Seht zu, dass ihr die Leiter zerstört. Die Prätorianer bleiben bei den Tor, beim Tor. Und versuchen, sobald es geht, auf den Mauern zu unterstützen.
Wir kommen auf den Turm hier rüber. Jetzt haben wir zwar nicht arg viel mehr Kavallerie, aber das macht gar nichts. Gut, die Leiter wurde zerstört. Wir kommen rein. Ihr Prätorianer, ihr kommt auch mal hier runter. Ah, das wird später noch in einem Level lustig. Aber eine riesen Centurion, we've sighted the reinforcements on the coast. The enemy blocks the port though and they won't be able to join us without a fight. Ja, da unten kommt unsere Infanterie, die 5. Legion kommt. The reinforcements start marching to the fortress. Mission objectives have changed. Wir schicken sobald wir können Unterstützung. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge von Praetorians. Bis dahin, auf Wiedersehen!